Wir hätten sie noch irgendwie einen Händler hinmachen können oder irgendwie so ein eine Arbeitsagentur oder sowas. Da sind wir bei der Werkstatt. Was mich wundert, ist, dass ich hier seit Ewigkeiten im Multiplayer nicht mehr pennen kann. Ne? Das ist ganz komisch gemacht irgendwie. Keine Ahnung, was das sieht ja eigentlich noch. Ist eigentlich mit mehr gerechnet. Ja, tust du. Komm, fahr rein. Na guck. Sie sind im Augenblick nicht müde. Hoppala. Flupp, Garage kaufen. Naturellement würde ich Garage kaufen. So, werden sie brauchen wir nicht angucken. Wo sind wir denn hier? Nippalo, Nupalo, die K. Keine Ahnung, wie das hier ist. Gott, wie hieß denn das hier? Mobilier, hier ist es doch. Aufrüsten. Ja, wollen wir. Ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, ein bisschen tanken und gut ist. Bonjour, Monsieur. Kommen die kleine Aktion El Inrumiato. Mal kurz hier auf die E-Mails gucken. Ich kann ja nichts an E-Mails bekommen. Du kannst doch fahren, du Idiot. So, ich würde sagen, eine Tour machen wir noch. Dann verschwinde ich mal in Pause. Ob ich das Spiel ins Spiel nochmal anschmeiße, weiß ich nicht. Weil ich merke doch so langsam im Hals, ist so trocken, das tut richtig weh. Komm, wir machen mal eine Tour nach Dänemark. Guck mal, da kriegen wir 97.000. Fast 98.000. Und ja, machen wir das einfach und gut ist. Wie gesagt, ob ich die später nochmal das Team anschmeiße, weiß ich da noch nicht. Gucken gleich erstmal, wenn wir jetzt die Fracht abholen, kurz was süffeln. Kann sein, dass es ein Late-Night-Stream wird. Schauen wir einfach mal. Was sich da denn heute noch ergeben wird. Nicht übergeben, sondern Erde geben. Okay, da oben ist die 96, fast 97.000. Schauen wir, ob wir die Fuhre irgendwie heile dahin bekommen. Thank you.
Eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt. In meine Bauchnabel. Kreisverkehr. Also raus aus Frankreich, einmal quer durch Europa. Durch Deutschland und Co. Hin hoch nach Dänemark. Ich wollte ja eigentlich was süffeln, ne? Diese Kreisverkehre, echt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben ja mittlerweile hier in unserer Ortschaft, also im Umkreis, na, den Umkreis auch, viele, viele Kreisverkehre. Hier sind damals Ampeln gewesen. Seitdem die Ampeln weg sind, ist der Verkehr viel flüssiger. Also es läuft viel flüssiger aus. Du hast nicht mehr diese Stoppzeiten. Wir haben zum Beispiel an einem Kreisverkehr, bin ich sogar glücklich, dass der da ist. Da war zur Winterzeit. Da musste ich damals noch zur Lehre mit dem Bus fahren. Es ist so krass gewesen, dass der Bus an so einer Anhöhe, weil er unter eine Brücke durch musste, wo die Bahn drüber gefahren ist und so weiter, also S-Bahn, anhalten musste bei Rot. Da ist der weggerutscht. Da ist der richtig übel weggerutscht. Der kam diesen verfluchten Berg nicht hoch. Das war so extrem. Deswegen bin ich froh, dass die da den Kreisverkehr hingemacht haben. Das läuft viel smoothiger ab. Jetzt werden wir aber direkt mal hier auf den Standstreifen noch fahren. Noch kurz ein Stück trinken. Das wird nämlich eine lange Fahrt werden. So. Zu füllen. Ich will mal kurz, ob noch solche schönen Erkältungsbonbons liegen. Zwei Stück sind noch drin, das ist ja super. Werde ich mir mal kurz eins in das Maulchen stopfen. Um so ein bisschen den Speichelfluss anzuregen, um nicht so einen trockenen Hals zu bekommen, zu haben, wie auch immer. So. Und dann wollen wir mal weiter. China Players. Nicht China Böller, sondern China Players. Panda, hat die Frage vorhin mitgekommen, bekommen von mir. Mit dem, wenn du schon dreimal Köln gewesen bist, warst du dann wenigstens auch mal auf Kölner Dom drauf und im Schokoladenmuseum irgendwie? Ah, ich sag dir ganz ehrlich, Panda, ich mich wurde gestern schon gefragt. Und, zurzeit nicht wirklich. Ich kann nicht sagen, warum. Ich bin einfach frustriert. Wir sind beim letzten Mal so weit gewesen. Und das war hier, wo es doppelte XP und doppelte Auszahlung für die Heist gab. Das ist so extrem gewesen. Letzter Abschnitt, wir hätten nur noch starten müssen. Mein Charakter war auf dem Weg ins Flugzeug. Und dann kommt ein Polizist, der vorher nicht da stand, und ballert mir mit einer Schrotpumpe richtig in den Rücken. Und mein Charakter landet im Propeller. Mission wieder fällt. Das hat mich richtig, richtig gefrustet. Und ich habe seitdem irgendwie überhaupt gar keinen Bock mehr auf Heist und so weiter. Auch wenn es die meiste Auszahlung gibt. Weil ich ja gestern auch gesehen habe, bei Hölle zum Beispiel. Die haben die Heist ja weitergemacht. Und haben da richtig gut abgesahnt. Aber, nee, ich habe da gar keinen Nerv für. Dann fahre ich lieber 50.000 Rennen, auch wenn es wenig Kohleausschüttung gibt. Und habe dann irgendwann nach und nach die Kohle zusammen für das, was ich mir leisten will.
als wie jedes Mal diesen Misserfolg zu haben, wo ich mich dann selber darüber ärgere, irgendwie ja, Bugs zu haben, sag ich mal. Das Geile ist, ich habe gestern gesehen, die Heists habe ich eigentlich soweit alles schon gemacht. Ein bisschen kamen mir auch alle bekannt vor. Ich weiß auch nicht, warum die mir dann nicht wirklich angezeigt werden. Es kann natürlich sein, durch das, dass ein anderer damals gestartet hat, dass deswegen die Heists bei mir darum nicht abgeschossen sind. Dass jeder das einmal von sich aus gestartet haben muss. Aber hey, scheiß da unten drauf, man hat es schon mal gemacht. Wie gesagt, die Money habe ich da gesehen. Das ist eine sehr großzügige Auszahlung, so im Großen und Ganzen. Aber es ist halt ziemlich blöd. Und ich habe da immer das Gefühl gehabt, so... ich meine, teils hat Elitepart zum Beispiel auch die Bugs gehabt, wie diesen Imber... die Imber-Polizisten, die auf einmal auftauchten und... man konnte die einfach nicht niederballern und so weiter und so weiter. Aber manchmal dort das Gefühl, man ist irgendwie der Hauptverursacher der ganzen Probleme oder dass man das nicht schafft. Und das... Nee. Nee, zurzeit nicht. Zurzeit will ich gar nicht, bin ich ehrlich. GTA frustriert mich auch so ein bisschen. Diesen ganzen Moddern, wie sie ja schön genannt werden, dass sie mich immer noch Cheater sind, und so weiter und so weiter. Das nimmt einen so ein bisschen den Spielspaß. Ich hätte einfach mal Bock, einfach nur darum zu kurven. Das kann man auch in der eigenen Lobby machen, aber zum Großen und Ganzen, wenn man für seinen Club Mission machen will, wenn man dann einen hat, und, wird er jedes Mal von Moddern oder irgendwelchen dahergelaufenen Freaks niedergestreckt. Nee, das nimmt mir den Spielspaß, bin ich ehrlich. Ich weiß schon, warum ich nicht so großartig der PvP-Fan bin, bin ich ganz ehrlich. Kann sich mal Spaß erlauben, so wie ich es auch mit Hölle öfters mal gemacht habe, wenn wir da auf jemanden gewartet haben, uns gegenseitig abgeschossen, aber das Nonstop da von irgendwelchen Moddern mitzukriegen und so weiter, nee, muss ja nicht sein. Kev, hast du eigentlich nochmal in dieses Romeros Aftermath reingeguckt? Der Typ scheint da jetzt weiter zu machen irgendwie. Das scheint dieses Hauptgame, was sie da neu gemacht haben, wo jetzt die Außerirdischen die Gegner sein sollen, einfach nur noch Nebensache zu sein. Der macht jetzt wieder Romeros Aftermath weiter. Hat sich da viel getan? Ist die Karte wieder größer geworden? Hat die Karte sich verändert? Neue Ortschaften oder so? Weißt du irgendwas drüber? Na Rukas, kommt ganz drauf an, wobei.
geht ja. Und dann ist er ganz eigen. Kannst du dich nicht mal einloggen oder kriegst du es gar nicht mehr ans Laufen? TeamViewer ist gerade ganz, 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 ganz schlecht. Ich kann ja nur sagen, wenn du dich nicht einloggen kannst, die haben irgendwann mal die Passwörter zurückgesetzt, dass du dir dein Passwort neu erstellen musst, also dein Passwort zurücksetzen, neues erstellen, auf die E-Mail von denen warten. Was den Rest von GTA angeht, kann ich dir gar nicht so großartig was dazu sagen. Ich weiß nur, dass GTA da ganz, 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 ganz eigen ist. Nee, Skype habe ich schon lange nicht mehr. Skype ist die Hauptlücke von Sicherheitslücke beim Streamern. Also deswegen habe ich Skype auch ja, deinstalliert bekommt es ja nicht großartig, aber halt gar nicht mehr aktiviert. Skype ist bei mir tabu. Einzige, was ich dir oder dich noch fragen könnte, ist: Hast du zufällig das neueste Windows-Update? Das Creator-Update, so wie es genannt wird. Wenn ja, könnte das schon eines der Probleme sein. Ich weiß gar nicht, wie wenig ich vorhin das Thema hatte. Okay, das kann zwei Ursachen haben. Pass auf, das eine Thema ist, wenn du das neueste Creators-Update von Windows hast. Ist da, wo man die Updates macht, da gibt es jetzt eine neue Option. Da kannst du auch diesen sogenannten Spielemodus oder Gamer-Modus deaktivieren bzw. aktivieren. Seh mal zu, dass du diesen Spielemodus oder diesen Gamer-Modus, der ist ziemlich weit unten, wenn du auf diese Option geklickt hast, deaktivierst. PC neu starten, dann nochmal probieren. Der Gamer-Modus verursacht bei vielen Benutzern halt Probleme. Nicht bei allen, aber es sind ab und zu Probleme. Zum Beispiel Matsuta, der hat auch Probleme mit dem Gamer-Modus gehabt, dass verschiedene Spiele nicht mehr liefen, er nicht mehr online zocken konnte und so weiter und so weiter. Ach, du hast ein verändertes Skript, ja, dann kann es das schon sein. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal bei Hölle. Du gesagt hast, du hast da Mods eingefügt und so weiter. Wo wir noch sagten, so von wegen, da musst du einmal das komplette GTA löschen, wenn du es über Steam hast. Auch alle Ordner und keine Ahnung was, und dann musst du das ganze Game leider Gottes nochmal runterladen und neu installieren lassen. Und wenn du fehlende Scripts und fehlende oder geänderte Sachen hast, wegen Mods und so weiter, dann kann es sein, dass es daran schon liegt. Die Frames wieder in den Killer. Ach, hier muss ich langsam fahren. Wow. Hast du da auch alle Ordner gelöscht? Einmal komplett. Oh, jetzt bin ich so auf den Check konzentriert gewesen. Hast du auch alle Ordner gelöscht und so weiter? Also beim Deinstallieren? Also, dass du Steam selber reingegangen bist, alles von GTA gelöst.